Dann werden wir das heuer einfach einmal auf diese Art und Weise probieren. Auf geht's. Das Erste wird sein, dass wir uns einmal zurückerinnern, was wir denn alles voriges Jahr gemacht haben. Was war da? Angefangen haben wir mit den rationalen Zahlen. Noch klar, was das ist? Als Hinweis sage ich nur, da steht's. Anschließend haben wir nachher noch was gemacht, nämlich plus, minus, mal, dividiert, verbunden bei den rationalen Zahlen. Nee, was ist denn das für eine Anzeige? Mit Taschenrechner haben wir uns auch beschäftigt. Dann haben wir uns mit Termen beschäftigt und mit den Zehnerpotenzen noch im Kopf. Das hat dann so ausgeschaut. 10 hoch 5 zum Beispiel. Äußerst beliebt waren dann die binomischen Formeln, die drei. Kennen die noch alle? Das nächste waren dann die linearen Gleichungen, die wir gelöst haben. Könnt ihr euch noch erinnern? Das war das, wo wir rechts so einen Strich gemacht haben und dann hingeschrieben haben plus 3 und das dann auf beide Seiten gemacht haben oder dividiert durch irgendwas. Ja, da kann man sich das nochmal im Heftel anschauen. Textgleichungen haben da mit hineingespielt. Wie kitzelt man aus dem Text die Rechnung heraus? Das war da die Hauptaufgabe. Und weil ich da gerade ein Mathematikbuch parat habe, das nächste war dann die Geschichte mit den Flächen. Wie haben wir denn die eingeteilt? Was haben sie denn für Eigenschaften gehabt? Wie haben wir das berechnet? Umfang, Fläche? Und weil ich es da gerade gesehen habe, damit haben wir uns ja auch beschäftigt. Der Lehrsatz des Pythagoras. Den dürfen wir so also nicht vergessen. Die waren irgendwie auch ein Thema. Direkt oder eigentlich indirekt. Nämlich in dem Sinn, je mehr Zwiebeln wir kaufen, desto mehr kostet es. Und was war da nachher noch? Das Ganze war ja nur mit indirekt auch. Je mehr, desto weniger. Direkte und indirekte Proportionalität hat der Zungenbrecher geheißen. Heuer im Sommer bin ich mal gefragt worden, wie man den früher quadriert oder Wurzel gezogen hat, wenn es keine Taschenrechner gegeben hat. Naja, die Antwort war recht schnell gegeben. Wir haben da früher so Zahlentafelbücher gehabt. Und wenn man die aufgeschlagen hat, dann hat man da bei einer Zahl nachgeschaut. Dann war da das Quadrat, also hoch 2, dann hoch 3, dann die Wurzel aus der Zahl und noch ein paar andere so Sachen. Aber wir können inzwischen den Taschenrechner nehmen, um zu quadrieren und Wurzel zu ziehen. Ausprobieren, ob das noch geht. Ein Thema, das wir nachher noch gehabt haben, das war Prozentrechnung und Zinsrechnung. Und das sollte eigentlich auch noch alles gehen. Wie war das da mit Grundwert, Prozentwert, Prozentsatz? Da war doch irgendwas. Und bei der Zinsrechnung, da zeige ich euch noch was. Das war damals ganz leicht. Da hat es nämlich für diese Auf- und Abzinsungsfaktoren Tabellen gegeben, wo man einfach nachgeschaut hat. Das geht halt mit dem Taschenrechner nicht mehr, da muss man wissen, wie man das berechnet. Na, servus. Dann war da noch, und wer mich kennt, kennt das auch schon, diese Kamera. Die hat auch noch etwas zu tun mit dem Stoff, den wir jetzt drin gehabt haben. Und zwar hat die was gemeinsam mit den zwei Dingen da. Jetzt mehr so der Idee kommen, gell? Wenn man jetzt nicht sofort weiß, was das ist, ist es wurscht, aber die geometrische Form. Und bei der Kamera müsste man halt wissen, wie dieses Ding da oben heißt, das man da oben nehmen kann. Das kann ich nämlich da nehmen und oben tun. Und nein, es geht jetzt nicht um Fotografie, aber das Ding nennt sich Pentaprisma. Und das Prisma ist das Stichwort. Und so wie die da liegen, sind das nämlich auch zwei Prismen. Und das ist das fehlende Thema. Das fehlende Thema also, Prismen. Und da haben wir doch Pyramiden auch noch gemacht. Volumen, Oberfläche und Masse. Dann war da noch was, wo wir einmal in die eine Richtung gefahren sind. Und einmal in die andere Richtung gefahren sind. Wie nennt sich das System? Koordinatensystem. Damit haben wir uns auch noch beschäftigt.
Und das, was zu Hause jetzt erledigt werden müsste, das ist halt ein kurzer Blick in die alten Hefteln oder Bücher. Schauen, ob man da ungefähr Ahnung hat, weil in den nächsten Tag beschäftigen wir uns mit der Wiederholung von all diesen Sachen da. Und da schauen wir mal, dass das noch intus ist. Müsste eigentlich schon klappen. Na dann, viel Spaß und bis morgen.